Zu laut, zu provokant, zu rücksichtslos. Mit solchen Vorurteilen sehen sich Jugendliche häufig konfrontiert, wenn sie öffentliche Räume beanspruchen. Pforzheim unterscheidet sich da nicht von anderen Städten. Und doch scheinen die Rahmenbedingungen für Heranwachsende dort in einigen Punkten noch schwieriger zu sein als in vergleichbaren Kommunen. Ich finde die Situation hier in Pforzheim sehr schlecht, denn die Jugendräume hier in Pforzheim sind sehr wenige, wo die Jugendlichen sich treffen können. Also ich würde es besser finden, wenn die Jugendliche jemand hätte, also ein Gebäude hätte, wo sie hingehen können und nicht auf der Straße rumgammeln. Ja, ich wünsche mir halt ein Haus, wo man sich hinsetzen kann und vielleicht auch was spielen kann, Fernseher gucken, Hausaufgaben machen und so. Und es ist schon mal passiert, dass wir halt schon eine Minute nach Schließzeiten eines Spielplatzes von der Polizei vertrieben wurden, weil die Nachbarn sich beschwert hatten. Wo junge Menschen zu Störfaktoren werden und sich unerwünscht fühlen, leidet auch das soziale Miteinander. Dabei sind die Begegnungsorte für Jugendliche in Pforzheim während der letzten Jahre eher weniger geworden. Etwa weil sich Bolzplätze in Bauplätze verwandelt haben oder weil Unterstände aus Lärmschutzgründen geschlossen worden sind. Genau diesen Verlust an öffentlichem Raum greift das Projekt Störbild auf, das die städtische mobile Jugendarbeit West im vergangenen Herbst ins Leben gerufen hat. Professionelle Fotografen setzen junge Pforzheimerinnen und Pforzheimer genau an den Plätzen in Szene, die für sie eine soziale oder identitätsstiftende Rolle spielen. Die großformatigen Bilder, die seit 1. März in einem Einkaufszentrum gezeigt werden, leisten auf diesem Weg wertvolle Lobbyarbeit. Hat Pforzheim also ein generelles Problem in Sachen Jugendeinrichtungen? Das stimmt so sicherlich nicht. Im Jugendamt der Stadt weiß man um die strukturell und finanziell bedingten Defizite, verweist aber auf ein insgesamt vielfältiges Angebot. Es gibt verschiedene Einrichtungen hier in Pforzheim, auch in den verschiedenen Stadtteilen, wo Jugendtreffs zum Beispiel vorhanden sind oder ein Jugendkulturzentrum haben wir, das Kupferdächle zum Beispiel, wo dann auch spezifische thematische Angebote für Jugendliche stattfinden. Und dann gibt es noch so Angebote wie zum Beispiel mobile Jugendarbeit. Ich suche Jugendliche auf, direkt an den Orten, wo sie sich treffen und biete dort ein Beratungsangebot, wo Jugendliche auch mal, wenn sie Fragen haben zur Bewerbung oder so, mit einem pädagogischen Mitarbeiter ins Gespräch kommen können. Gesprächsbedarf besteht derzeit zum Beispiel im Gebiet Arlinger. Die eigentlich als idyllische Wohnlage geschätzte Gartensiedlung außerhalb der Pforzheimer Kernstadt hat in den letzten Jahren durch Übergriffe jugendlicher Gewalttäter immer wieder für Negativschlagzeilen gesorgt. Bisher fungiert nur ein Skaterplatz als Treffpunkt der Jugendszene. Im Arlinger gibt es deshalb keinen Jugendtreff, weil wir schon seit Jahren auf der Suche nach geeigneten Räumen sind. Und da spielt das Thema Anwohner eine Rolle. Also der Arlinger ist als Stadtteil sehr dicht bebaut und es gibt halt kaum eine Ecke, wo man einen Jugendtreff einrichten könnte, ohne dass Anwohner davon gestört wären. Und bisher konnte man das deshalb nicht durchsetzen. Konstanze Martin und Clemens Beisel von der mobilen Jugendarbeit West haben sich mit Jugendlichen in der ehemaligen Hausmeisterwohnung der Arlinger Schule verabredet. Die momentan intern genutzten Räume würden sich als Jugendtreff für den Stadtteil allein schon wegen ihrer ungestörten Randlage gut eignen. Noch stehen allerdings bau- und versicherungstechnische Hürden im Wege. Außerdem hat die Schule Vorbehalte, sodass diese Lösung nun schon wieder vom Tisch zu sein scheint. Weniger die Neuerschließung solcher Orte, sondern vielmehr die anschließend nötige regelmäßige Betreuung ist ein Kostenfaktor, der manchen angesichts der prekären Finanzlage in Pforzheim untragbar erscheint. Doch was jetzt nicht in Jugendarbeit investiert wird, könnte die Gesellschaft später viel teurer zu stehen kommen. Ich denke, dass bei Entscheidungsträgern oftmals andere Prioritäten als Angebote für Jugendliche gesetzt werden, aber ich denke, es ist wichtig, dass Jugendliche gerade mit Möglichkeiten wie Filmdrehen, Fotoprojekte oder anderes den Weg zum Entscheidungsträger finden können und lernen müssen, sich auszudrücken und da mitzureden und sich das auch trauen dürfen. Und dann, denke ich, werden sie auch ernst genommen. Wo feste Anlaufstellen für Jugendliche fehlen, ist es umso wichtiger, Aktions- und Ausdrucksmöglichkeiten in ihrem direkten Umfeld anzubieten.
Deshalb ist Bernd Gall jede Woche im Auftrag der Stadt an der Arlinger Schule tätig. Der Maler und Musiker gibt den Schülern nicht nur Impulse bei der Gestaltung ihres Pausenraums, sondern unterstützt auch den Aufbau einer Schulband. In seinem Engagement sieht er weit mehr als nur eine städtisch subventionierte Beschäftigungstherapie. Wir als Künstler sind natürlich immer bestrebt, auch vor Ort zu arbeiten, mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten. Das sind ja auch unsere Themenfelder. Wir wollen ja aktuell am Geschehen der Gesellschaft ja auch teilhaben. Und mein Bestreben natürlich von der Arbeit ist nicht nur, dass ich Geld dafür bekomme, sondern auch sehr viel Input und Output aus der Arbeit mitnehme und dann am Puls der Zeit mich bewege. Bernd Gall empfindet das Angebot für Heranwachsende in Pforzheim als insgesamt recht umfassend und vermisst bei der Zielgruppe eher die Bereitschaft zur Flexibilität. Es gibt sehr viele Kreativangebote, es gibt Angebote von Partnern außerhalb der Schule, auch in der Schule. Jugendliche sollten jedoch lernen, auch Wege zu gehen. Nicht warten, bis Angebote an sie herangetragen werden, sondern auch diese Angebotsstruktur zu sehen, wahrzunehmen, dorthin zu gehen und sich zu erkundigen, wo gibt es was. Und da gibt es eine ganze Menge in Pforzheim. Ein Plädoyer für großräumigeres Denken, das in der Praxis allerdings schwer umsetzbar ist, weil Jugendliche häufig in einzelnen Cliquen fragmentiert sind, die sich zudem ganz stark über ihren jeweiligen Stadtteil definieren. Der vor einigen Monaten neu eröffnete Jugendtreff im Gebiet Maihelden wurde anfangs immer wieder zur Zielscheibe von Angriffen rivalisierender Gangs, die sich zu Unrecht ausgeschlossen fühlten. Nachdem sich die Wogen inzwischen geglättet haben, finden hier bis zu 25 Jugendliche einen Schutzraum für ihre Bedürfnisse und Anliegen. Zweimal pro Woche können Christine Brecht und ihre Kollegen im direkten Kontakt erfahren, wie gut jeder Euro für die Betreuung Heranwachsender angelegt ist. Doch diese Erkenntnis von der Basis ist noch längst nicht bei allen Entscheidungsträgern angekommen. Wenn sich nichts verändert, dann wird ein Miteinander immer schwieriger und dann wird auch die Gewaltbereitschaft größer. Und wenn man es nicht schafft, wenn es nicht jeder schafft, über seinen Tellerrand hinauszugucken und ein Miteinander der Generationen gibt in den verschiedenen Stadtteilen und in ganz Pforzheim, dann wird die Zukunft nicht einfacher. Und ich denke, es lohnt sich da, Geld zu investieren. In puncto Jugendbetreuung gibt's also in der Goldstadt Pforzheim weiter einiges zu tun. Für die Rathausverantwortlichen, die sich gerade auch noch mit den dramatischen Folgen zwielichtiger Finanztransaktionen auseinandersetzen müssen, bleibt das Thema ein ständiger Balanceakt zwischen Geldnot und sozialer Verantwortung.